Hauptmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, geschätzte Zuschauer auf den Tribünen, Sie erleben gerade eine hitzige Debatte an einem Freitagmittag. Das ist beileibe nicht jeden Freitagmittag bei uns in diesem Hause so. Fühlen Sie sich von daher eingeladen und sehen Sie, dass unsere Demokratie mit allen Oppositionsrechten doch gut funktioniert, dass wir hitzig und engagiert über dieses Thema heute sprechen. Bei aller Hitzigkeit sollten wir allerdings nicht vergessen, welche Chance das Jahr 2015 eigentlich mit sich bringt. 2015 ist nämlich das Jahr, wo wir mit CETA und TTIP die Chance haben, globale Standards nach europäischem Vorbild zu schaffen. Die Konkurrenz, Herr Ernst, und das wissen Sie ganz genau, die schläft nicht. Da muss man nur nach Asien schauen. Aktuell verhandelt nämlich Kanada, über das wir heute ja sprechen, auch mit den USA, mit Japan und 9 weiteren asiatischen Staaten über das TPP-Abkommen, das transpazifische Abkommen. TPP würde 37% der weltweiten Produktion und 26% des weltweiten Handels umfassen. TPP würde damit natürlich auch neue Standards setzen. Eine pauschale Verweigerungsstrategie, wie Sie sie hier fahren, führt doch letztendlich nur dazu, dass wir natürlich auch in Zukunft Handel in Europa treiben, aber dass die Standards dafür in Asien festgelegt werden und wir mit unseren hohen europäischen Standards außen vor bleiben. Das kann nicht unser Interesse sein. Deswegen sprechen wir uns für eine aktive Teilnahme über CETA aus. Und jetzt ist die Frage, warum Kanada? Kanada ist für Deutschland und Europa ein bedeutender Partner, der 11. Flächenstaat der Welt, der 2. Flächenstaat der Welt, die 11. Volkswirtschaft. Kanada ist unser G7-Partner und eine der führendsten Handelsnationen. Das kanadische Pro-Kopf-Einkommen beträgt 52.000 US-Dollar. Das sind übrigens weit mehr als der europäische Durchschnitt von 35.000 US-Dollar. Und dass wir hier eine Chance sehen zwischen Kanada und Europa über das CETA-Abkommen, das sieht man, wenn man aktuell mal auf das Handelsvolumen anschaut. Das Handelsvolumen zwischen EU und Kanada betrug 2014 68 Milliarden Euro. Und die EU bzw. die EU-Staaten haben mit Investitionen von 260 Milliarden Euro hier schon enormen Vorschub geleistet. Die Vorteile, die jetzt aber dieses CETA-Abkommen mit sich bringt, die sind unglaublich vielschichtig und eigentlich relativ einfach, selbst für Sie, erkennbar. Erstens die Intensivierung des Warenaustausches. Zweitens die Beseitigung von rund 98% der Importzöllen. Und drittens die Vereinfachung von Direktinvestitionen und dem Marktzugang vor Ort. Dass diese Debatte über CETA allerdings von Vorurteilen beherrscht wird, hat sehr schön der Kollege Becker gerade erläutert. Denn als die Verhandlungen mit Kanada 2009 aufgenommen wurden, da waren selbst Sie, der ja sonst nicht dafür bekannt ist, ruhig zu sein, komplett ruhig und haben geschwiegen. Sie haben mit Ihrem polemischen Kurs erst angefangen, als über TTIP eine öffentliche Meinung im Diskurs war und wir 2013 hier über TTIP verhandelt haben. Aktuell verhandelt die Europäische Kommission mit 21 weiteren Staaten oder regionalen Wirtschaftsgemeinschaften. Keine der anderen Verhandlungen scheint Sie zu interessieren. Und das sieht man letztendlich auch, wessen Geisteskind Sie sind. Denn keine sachliche Kritik oder Verbesserungsvorschläge haben Sie vorgelegt. Sie verfallen in alte anti-amerikanische und anti-nordamerikanische Reflexe. Und Sie verunglimpfen CETA und TTIP als Wirtschafts-NATO. Und das zeigt sehr, sehr schön, wessen Geisteskind Sie sind. Und sehr geehrte Kollegin Dröge von den Grünen, dass Sie natürlich gegen CETA sind, ist für uns seitens der Union überhaupt gar keine Überraschung. Sie sind ja prinzipiell gegen alles, was irgendwie Fortschritt bedeuten würde. Sind Sie gegen zukünftige Verkehrsinfrastruktur? Sind Sie dagegen? Sind Sie gegen Olympia in Bayern, Frau Künast? Dann sind Sie dagegen. Und geht es darum, mit CETA und TTIP die globalen Standards im 21. Jahrhundert zu machen, dann sind Sie natürlich auch dagegen. Ich habe einen kleinen Vorschlag für Sie, wie Sie Ihre Namensgebung machen sollten.
seit der Koalition in Thüringen. Können Sie das Bündnis 90 aus Ihrer Partei herausstreichen? Nennen Sie sich die Grünen Ihre Dagegenpartei. Das wird letztendlich Ihrem Anspruch hier in Berlin aktuell. Herr Hauptmann. Ja. Da sage ich jetzt nichts dazu, sondern ich frage Sie, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Lenkert zulassen. Nein, ich behalte wieder Kollege Becker und würde darauf verweisen. Sie hatten, Herr Ernst, Sie hatten Ihre Chance doch an diesem Pult. Sie hatten Ihre Chance und Sie haben sie nicht genutzt. Sie haben noch nicht mal zu Ihrem eigenen Antrag hier gesprochen. Von daher brauchen wir diese weiteren Polemisierungen an dieser Stelle nicht. Wir möchten allerdings auf Ihre Argumente eingehen, nämlich welche Auswirkungen CETA für den Mittelstand mit sich bringt. Keine andere Wirtschaftsnation wie Deutschland hat 1.500 Hidden Champions, also mittelständische Weltmarktführer. Und für diese Mittelständler ergeben sich durch CETA und auch durch TTIP natürlich besondere Vorteile, weil sich diese kleinen Mittelständler nicht wie Großunternehmen Dependancen im Ausland in Kanada leisten können, sondern darauf angewiesen sind, dass sie über Doppelzertifizierungen nicht mehr Kosten haben, dass sie quasi nur einmal zertifizieren müssen und mit einheitlichen Standards transatlantisch auch erfolgreich sein können. Unsere deutschen Unternehmen sind vielfach in den Sektoren unterwegs, die durch CETA besonders profitieren. Fahrzeugproduktion, Maschinenbau, Pharmazeutika, elektrische Maschinen. All diese Branchen haben 2014 rund 70% der deutschen Exporte nach Kanada ausgemacht. Und hier sehen wir, wie gesagt, auch die enorme Chance, die sich für unseren deutschen Mittelstand durch CETA ergibt. Und jetzt gehe ich auf Ihren Punkt ein, was die Schiedsgerichte angeht. Ambitionierte Freihandelsabkommen wie CETA und TTIP schaffen nicht nur Wachstum und Beschäftigung auf beiden Seiten des Handels. Freihandelspolitik ist immer auch Friedenspolitik. Und dieser Frieden wird eigentlich nur gestört durch Ihre permanente Dagegenopposition. Und Sie haben vergessen, dass Deutschland, Frau Künast, hören Sie doch zu, Deutschland hat bereits 86 Abkommen im Bereich Staatsinvestor-Schlichtungsverfahren bereits unterzeichnet. Und in all diesen 86 Unterzeichnungen, Verfahren, ist es nur zwei Verfahren gegen Deutschland gekommen und bisher zu keinerlei Schadenszahlungen gegen Deutschland. Und wenn man dann noch mal ins Detail reinschaut, dann sieht man, dass bei den Schiedsgerichtsurteilen nur in 31% der Fälle den Investoren eine Entschädigung zugesprochen wurde. Das heißt, in 70% der Fälle bekommen die Investoren gar keine Entschädigung. Das verschweigen Sie natürlich in Ihrer Argumentation, weil hier müssen wir sehen, dass internationale Schiedsgerichte ein bewährtes Instrument des Welthandels sind. Wir haben bei den Schiedsgerichten natürlich auch anerkannt, dass es hier Veränderungen gibt, gerade im Bereich der Transparenz. Der UN-Schiedsgerichtshof hat 2014 neue Transparenzregeln erlassen. Klageschrift, Anhörungen und Urteil sind öffentlich einsehbar. Mit der geplanten Unterzeichnung der Mauritius-Konvention sollen die neuen Transparenzregeln auch für die Schiedsgerichtsverfahren vor 2014 gelten. Das heißt, die Transparenz wird sogar auf alte Bestandteile übertragen. Wir haben seitens der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag den Vorschlag auch unterbreitet, dass von deutscher Seite auch Bundesrichter bei den Schiedsgerichtsverfahren anerkannt werden könnten. Von daher möchte ich zusammenfassen. Sie führen seitens der Linken ein, dass Sie mit einer Absenkung der Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards rechnen. Wir sagen natürlich, Sie verwechseln die Angleichung der Standards mit einer Herabsetzung. Und abgesehen davon überrascht es mich doch schon sehr, dass Sie auf der einen Seite permanent die Europäische Kommission, Europa und alles, was aus Brüssel kommt, kritisieren, sich aber hier in dieser Debatte permanent auf die hohen europäischen Standards berufen, dass wir diese verteidigen sollten. Was wollen Sie eigentlich? Sie sind in Ihrer Argumentation schlicht unschlüssig. Wir wollen von unserer Seite dafür Sorge tragen, unsere hohen Standards zu exportieren, anstatt sie abzuschaffen. Und deswegen möchte ich noch einmal
abschließend zusammenfassen, dass wir 2015 die einmalige Chance haben, auf der Basis gemeinsamer Werte langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeitskooperationen zu schaffen. Wir generieren damit Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze. Noch bestimmen wir die Regeln, aber Asien schläft nicht. Wir wissen nicht, wie lange die Tür zum deutsch- oder europäisch-kanadischen, europäisch-amerikanischen Markt in dieser Form offen steht. Lassen Sie uns doch die Chance nutzen, bevor sich die Tür schließt, diese gemeinsamen Standards festzuhalten, hochzuhalten, unsere europäischen hohen Standards mit einzubringen in diese Debatte und nicht in Gefahr und in die Versuchung laufen, dass wir mit einer vorschnellen Ablehnung in Zukunft transpazifische Standards auch hier in Europa übernehmen werden. Deswegen ist Ihr Antrag in dieser Debatte schlicht abzulehnen. Und deswegen bitten wir um die Vernunft, hier mit CETA eine Chance zu nutzen, dass wir den globalen Wirtschaftsstandard in Zukunft erfolgreich gestalten können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hauptmann. Braucht die randalierende Abteilung bei Ihnen Hilfe? Bricht da gleich was auseinander? Nee. Ja, aber da gab es... Also wenn Sie Unterstützung brauchen, werde ich gerne dafür sorgen, dass Ihre Sitze... So, nächster Redner in der Debatte, Alexander